Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder Zocker Andi. Wir spielen heute wieder eine Runde Door Kickers. Und let's kick some doors, sage ich nochmal. Hauen wir uns in Level 26. Dieses Bombenentschärfen finde ich richtig geil, Leute. Das macht Flau. What the fuck? Alter. Die wollen uns doch verarschen. Wow, da brauche ich ja einen Panzer, ey. Also, das wird jetzt lustig, Leute. Wie viele haben wir? 4 Leute, okay. Passt auf, wir brauchen Schildträger, sonst geht das gar nicht. Wir nehmen 2 Schildträger. Das geht nämlich überhaupt nicht klar hier. Wow, also, ihr übertreibt es gewaltig. So. Der ist schon gut gelevelt. Wir nehmen einen, der nicht so gut gelevelt ist, damit der auch mal ein Level kann. Jo. Ich sag nur, let's go. Schauen. Schauen. Aufbrechen. Aufbrechen. Die Bombe haben wir. Das Schauen, das lasst ihr mal. Ihr werdet da... So. So. Also hier könnt ihr da gucken, das ist okay. Da ist nix. Da ist nix. So, dann geht ihr mal hier hin. So, mal rein da. So, ich würde vorschlagen, mein Freund, du entschärfst es einfach mal. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin, sichern. Du gehst hier hin, sichern. Da kommen welche immer wieder. Wir müssen das jetzt sichern, dass der das entschärfen kann. Du gehst hier hin, wirst aber nach oben schauen. Du kannst die Tür da eintreten, meinetwegen. So, geh da raus. Nach hinten. Da ist nix. Okay, weiter geht's. Also, das ist ja der John Rambo hier. Der ist wirklich gut, der Junge. Den müssen wir eine Gehaltserhöhung geben. Definitiv, Leute. Der hat er sich verdient. Boom, boom, boom. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute hat er platt gemacht. Also der Typ ist gut. Oh, fuck. Jetzt haben wir es ein bisschen übertrieben, Leute. Das müssen wir nochmal machen. Aber das war echt lustig am Anfang. Der geht da durch. Bam, 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 bam. Like John Rambo. Das ist wirklich witzig. Also das fällt weg. Das braucht ihr nicht machen hier. Geht lieber in Schusspose hier, dass ihr vorbeischießen könnt an denen. So, 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 so. So, das funktioniert. So. Und dann hier alles im Blick behalten. Du gehst entschärfen. Und du gehst hier hin. Kannst du es eintreten? Zum Beispiel! So, immer schön nach oben schauen da. So, du machst die Tür da, du machst die Tür da. Wir werden nämlich gemeinsam nach oben gehen. Ich riskiere das jetzt nicht mehr, dass wir... Oh, fuck. Dass wir da drauf gehen. Kann den jemand erschießen da? Dankeschön. Wow, das war knapp. So, die Bombe ist defused. Jetzt gehen wir alle gemeinsam. Du gehst auch. Du wirst das hier eintreten. Du kannst das hier eintreten, aber ich glaube, die sind eh alle oben. Oh, da ist nur einer. Schild vor dem Wind, sage ich nur. Das Schild ist super. So, ein bisschen Deckung geben gegenseitig. Da war auch einer. Wow, 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 wow. Hier geht's ab. Da draußen könnten die auch überall sein. Darum lasse ich den jetzt mal nach unten auch schauen. So.
Danach soll er wieder zurückgehen. Das eintreten, aber da waren wir eh schon. Gut, der kann dann nach oben. Den werden wir so hin. Den lassen wir auch da raus. Sicher, sicher. So, hier geht's ziemlich ab. Kurz nach oben schauen. Ah! Dreh um! Wow, das war knapp. Der hat ein bisschen kassiert jetzt, aber der hat nicht mehr getroffen. Was sind das für Pfosten? So. Darauf dann. Du wirst jetzt mal da reingehen. So, schau dir mal da um. So, und jetzt geht er rauf. Und zwar darüber. Da ist nichts los. Dann wirst du hier covern. Genau. Bisschen langsam sind sie, das verstehen die unter Mobilität offensichtlich. Aber das ist jetzt kein großes Problem. So. Jawohl, das ist Teamwork. Er lenkt ab mit dem Schild und er schießt drauf. Nice one. Das ist Teamwork, Leute. So, du gehst jetzt vor, bitte, weil du musst nämlich mit dem Schild da. Und das Schild geht auch vor, die werden reingehen und danach wird's rumsen. Wir werden da einfach ein paar Molotovs, wollte ich schon sagen, ein paar Flashbombs reinpfeffern. Die müssen sich ein bisschen beeilen, das wäre nicht so schlecht. So, sind sie in Pose, die zwei? Ja, so. Du gehst hier hin, nimmst eine Flashbomb, schießt sie hier hin. Du gehst hier hin, nimmst eine Flashbomb und schießt sie hier hin. Das machen wir mal. Und ihr geht rein. Du so. Und du so. Los geht's. Hier hin, dahin schauen. Zack, dahin schauen. Los geht's. Good job. Und wir haben alle! Nice one! Also ich muss sagen, professionelles Vorgehen. Da muss ich uns schon mal gratulieren. Only one Trooper! Ihr seid du witzig, ich bin froh, dass ich da durchgekommen bin. Wäre aber auch interessant mit einem Trooper nur. Aber das werden wir nie im Leben schaffen, Leute. Mit einem Trooper kannst du das nicht machen. Aber ich finde es super, dass wir das geschafft haben. 3 Sterne kann man uns nur gratulieren. Wir haben jetzt 15 hier, das heißt, ich kann jetzt endlich mal denen eine wirklich gute Waffe geben. Wir wollten ja den Magnum hier, den Magnum haut natürlich super rein. Ihr kriegt eine Magnum, meine Freunde. Freut ihr euch? Jetzt dürft ihr nämlich richtig zuschlagen. Jawohl, jetzt geht's ab hier mit euch. Magnum ist in der Haus. So, einen 4. Schildträger wollten wir es da mal. Einer gestorben oder warum habe ich immer 3? Komisch, ne? So, du kriegst auch ein größeres Schild. Wir denken an dich. Wir sind ja nicht zu dir. Können wir denen noch eine gescheite Magnum geben? Ne, die müssen wir jetzt einschalten. Ich möchte diese Mark 23 SD, eine schallgedämpfte. Die haut richtig gut rein. Aber da brauchen wir Punkte. So. Dann sage ich mal, auf geht's zu Level 27. Das sieht nach einem größeren Level aus. Ja, ja. Viele Geisel. Mal schauen, ob das hinhaut, nicht, dass sie uns wieder alle erschießen. Das wäre ja scheiße. So, 4 Trooper. Ich nehme jetzt einen mit Schild. Der wird vorgehen. Wie nehmen wir den da? So. Oder nehmen wir 2 mit Schild. Machen wir so, genau. So, und zwar werden wir die austauschen. Genau. So, du gehst ein Stück vor. Du wirst das da aufbrechen. Der mit dem Schild geht einmal da runter, schaut in die Richtung. Du gehst hier hin, trittst das ein und los geht's. Los geht die Party. Du gehst hier hin, zack. Du gehst hier hin. Du gehst da entlang. So, wirst das dann aufbrechen. Hier natürlich nach oben schauen. Oh fuck.
Haben wir. Du gehst weiter nach oben. Du gehst auch nach oben. Du gehst mit nach oben. Du gehst so nach oben. Schön darüber schauen, weil hier dürfte nichts sein. So. Haben wir. So. So. Schön rüber schauen. Da ist nichts drin. Aber wir schauen nur hier. Gut, da ist nichts. Der mit dem Schild soll vorgehen. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten auf den. Immer da ein bisschen rüber schauen. Wir warten jetzt auf den mit dem Schild. Jawohl. Dann darf er hier durch. So, der mit dem Schild soll hier entlang. Wir machen das da drüben dann gemeinsam. Der andere mit dem Schild soll hier entlang. Und der ohne Schild soll da rauf gehen. So. Da ist was. Das ist weg. So. Schau mal so, schau mal so. Sicher, sicher. Gut. Da hat sich doch einer versteckt. Habt ihr das gesehen in der Ecke? Das sind so die kleinen Ecken, die können da wirklich drin sein. Solche liegen Hunde, ja. Da sind welche hinter Deckung. Das ist natürlich scheiße. Haben wir die drei? So, auf geht's. Hier hin. Da treffen wir uns. Du gehst dahin. Du gehst runter. Schaust aber kurz nach oben und dann nach unten wieder. So, dann musst du hier jetzt mal rein. Wir müssen jedes Zimmer hier ausmerzen. So, du kannst inzwischen schon da in Posi gehen. Aber mal rumschauen natürlich. Gut, dann gehen wir hier in Posi. Da geht's jetzt nach unten. Da oben drei ist scheiße. So, der geht mit dem hier. Du gehst mit dem hier, du musst runter. Jetzt warten wir ganz kurz. Auftreten. Jetzt hol den weg. So, den haben wir. Der mit dem Schild geht vor. Schauen, schauen. Ah, das war jetzt eh Epic Fail, aber okay. So, dann geht's so. Kurz warten. Der mit dem Schild geht vor. Der geht nach. So, du gehst auch hier hin. Wie gesagt, du gehst nach. Wow. Knappe Sache. Aber es läuft ganz gut, Leute. Ist aber schon schwierig. So. Du schaust nach unten. Der mit dem Schild, wie gesagt, der geht dann nach unten. So, das läuft. Nach oben schauen. Der mit dem Schild geht jetzt hier entlang. Der wird hier entlang gehen, alles aufbrechen. Und ich sage euch, hier wird das letzte sein. Du gehst dann hier hin. Aber vorher schaust du nur da. Gibt's ja da nicht, ist da nichts. Okay. Den haben wir. Dann wird hier der letzte sein. Hm, wo könnte noch einer sein? Was gibt's denn? So? So. Da war der Scheißer. Wir haben es geschafft. Wunderbar.
Muss sagen, nicht schlecht. Mit einem Mann wird schwierig, aber wir könnten es ja mal probieren. Why not? So, probieren wir es mit einem Mann. Welcher war das? Level 27. Also das wird jetzt spannend. Mit einem Mann werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ich sage mal so, wir können es ja mal probieren. So, einen Schildträger brauchen wir mit Sicherheit nicht. Wobei, ein Schildträger wäre nicht mal so schlecht. Ich nehme einen Schildträger. Das wird jetzt spannend. So, dann tritt das mal auf hier. Oh, der ist jetzt schon schwer verletzt. Das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen, aber wir können es ja probieren. Da drin ist einer. Reload. Also Munition haben wir wenigstens umsonst. Umsonst sage ich unendlich. Immerhin. Ich werde dann da rüber schauen. Mal schauen, was da drin ist. Da ist wirklich schwierig. Also mit einer Person alleine ist es hart. Gut, dass wir da runtergegangen sind. Das muss ich jetzt sagen. So, hier können wir gemütlich nachladen. Inzwischen kann er da raufgehen. So. Gucken. Immer schön gucken. Alles haben wir nicht erforscht, aber ich gehe davon aus, dass hier die meisten sind. Sehr interessant, wirklich mit einem Mann. Leider ist er schon schwer verletzt. Also der darf wirklich fast nichts mehr abkriegen. Boah, schau da hin. Da oben ist er, sage ich euch. Wow, das haben wir schön gemacht. Also ist wirklich schwierig hier mit einem Mann. Ist es halt wenig ein Mann. So. Jo, das passt. Dann gehen wir dann nach oben. Wow, haben wir auch geschafft. Also Leute, ganz ehrlich. Wenn ich am Anfang nicht so schwer getroffen werde, würde ich sagen, das ist machbar, aber so ist es jetzt schwierig. So, du bist jetzt Reload machen, Junge. Mal hier Muni wieder haben. So, dann zuerst das Offene. Gut, dass ihr darauf geschaut habt. Das war mehr oder weniger so ein Reflex, Leute. Wirklich gut. Wir laden wieder nach. Sieht so aus, als könnte man das ernsthaft nur schaffen. Ich muss sagen, das wundert mich dann aber wirklich. Eine Flashgranate haben wir leider nicht. Oh, fuck. Wow. So zu schaffen ist natürlich auch drin. Das verlangt das Spiel sogar in Echtzeit, dass wir eine Pause drücken können. Das ist auch so eine Herausforderung. Aber das ist wirklich sehr schwierig. Wow, wir haben das geschafft, Leute. Ich will ja nicht sagen, dass ich scheiße spiele. Ich spiele ja wirklich nicht so schlecht allgemein. Aber es wundert mich, dass das gegangen ist. Der war schwer verletzt von Anfang an. Wir haben uns ein bisschen was eingefangen. Wow. Also da bin ich stolz auf mich. Without pausing in real time. Das ist hart. Werden wir aber dann auch noch probieren. Nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Also ich bin echt stolz auf uns. Ich muss sagen, finde ich geil. Level 27 war das. Ich hoffe, es hat euch... Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss.